Ja, mein Name ist Oliver Pohl. Wir sitzen hier im Alpengarten des Haus der Berge. Es ist das Informationszentrum des Nationalparks Berchtesgaden. Corona-bedingt hatten wir jetzt mehrere Wochen geschlossen. Aber das gesamte Team freut sich jetzt auf die Wiedereröffnung am 25.05. Das Haus der Berge liegt direkt hinterm Ortseingang von Berchtesgaden und beinhaltet eine Ausstellung, die das Leben im Nationalpark Berchtesgaden beschreibt. Hier in der Ausstellung Vertikale Wildnis haben die Besucher die Möglichkeit, durch die vier Lebensräume zu wandern, die sie auch draußen im Nationalpark in der Natur live antreffen würden. Der Besucher geht durch die Ausstellung und erlebt die vier Jahreszeiten im Wechsel. Jede Jahreszeit dauert 3 Minuten und alle Geräusche und optischen Eindrücke sprechen alle Sinne an. Vertikale Wildnis beinhaltet verschiedene Exponate von Tieren und Lebewesen, genauso wie Projektionen von Bäumen. Und man hört also auch die typischen Waldgeräusche, die man draußen in der Natur antreffen würde. Ja, an der Stelle sehen unsere Besucher den Adlerhorst, den wir hier aufgebaut haben. Es ist ein Altvogel da drin, Jungvogel, und auch die Beute ist zu sehen. Ein Stückchen weiter rechts ist ein Steinadler im Flug. Und ein weiteres Exponat haben wir gerade in der Vorbereitung, das ist für das Klausbach-Haus. Und da gehen wir jetzt mal hin, den schauen wir uns jetzt mal an. Für diesen Adler haben wir jetzt einen Steinsockel gebaut. Der ist natürlich nicht aus echtem Stein, sondern der ist aus Styropor bemalt und jetzt für die Ausstellung im Klausbach-Haus vorbereitet. Und gleich kommt der Uli Brendel und gemeinsam bringen wir es jetzt in die Ramsau. Der Steinadler wird jetzt eingeladen, kommt ins Klausbach-Haus, dort bleibt er für den Rest seines Daseins. Ja, und sonst stellen wir ihn da hin und dann muss ich halt da noch ein bisschen. Ja, jetzt müssen wir macht ja alles fürs Filmteam. Genau. Und für unseren Adler hier. Sonst müssen wir noch ein bisschen. Dass er es bequem hat. So, jetzt pass auf.